So, hallo und willkommen zurück zu einer Runde Celeste. Wo wir versuchen, ohne Dashes zu spielen, nur mit Jumps. Im ersten, im ersten Level. Für die goldene Erdbeere. Nein. Ich habe mir gerade eben noch ein Video angeschaut, aber ich bin mir gerade nicht 100% sicher, wie der diesen Raum hier gemacht hatte. Nein. Ja. Wenn man zu früh springt, ja. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ey. Ist schon wirklich ziemlich eng. Versuchen zu klettern? Nein. Ich muss da nochmal kurz runterkommen. Also ich muss da nochmal kurz in die Ecke kommen. Und muss da mal gucken, ob ich... Nee, das hilft auch nicht wirklich. Okay, ich schaue es mir nochmal kurz an. Okay. Das sah bei ihm gar nicht so schwer aus. Nein. Nein! Jetzt komm schon! Halt dich doch daran fest! Ja, das hier? Er hat hier einfach... Aber ist dann höher gesprungen? Warum ist er dann höher gesprungen? Oder warum kam er dann so weit? Wie hat er das angestellt? Was hat er da bitte schon gedrückt? Nein, jetzt hör mal auf. Nein. Warte mal, ich schau nochmal nach. Schafft er das danach da hoch? Schafft er das von dort dann da hoch? Aber ich sehe, warum man dann höher kommt. Ja, schafft er, okay. Ich sehe, warum man dann höher kommt. Nein! Mist. Ich hätte mich wegdrücken dürfen, so. Nein, jetzt hör mal auf! Nein! Na, vielleicht sollte ich in die Richtung gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Boah, okay. Okay, ich habe das Hochklettern geschafft. Gut. So, hier schaue ich mal nochmal nach, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wo man hier lang gehen muss. Okay, wir gehen oben lang. Hier. Ja, wir gehen hier lang. Und ja, der Raum sieht etwas intimidating aus, wenn man keinen Dash hat. Definitiv. Nein, shit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man hier neutral jumpen, also ob ich hier neutral jumpen können muss. Ob das hier wirklich, nein.
ich glaube nicht, dass das notwendig ist, weil ich doch beim ersten Sprung ziemlich nah ankam sogar. Ja, Mist. Ich muss natürlich richtige Weite springen. Oh mein Gott, ja. Ja, okay. Nein! Mist. Boah, gut. Nein! Mist. Falls ihr euch gerade denkt, du willst nur erwarten, dass du da springst. Na, genauso wie ich hier springe. Also, das ist dasselbe Prinzip, scheiße. Da wird im Endeffekt dasselbe Prinzip des Spikes-Jumpens verwendet. Nein! Da wird im Prinzip dasselbe Prinzip des Spikes-Jumpens verwendet. Okay. Nein! Lass mich halt springen. Nein! Mein Gott, Alter, lass mich doch springen. Versteh's nicht. Ich drück doch literally in den richtigen Moment. Also, laut meinem Gefühl, ja. Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, ich spiele ja das Spiel mit 120 FPS. Also eigentlich mehr, als es normalerweise läuft. Und ich frage mich, ob es das schwerer oder einfacher macht oder ob es gar keinen Effekt hat, solche Sprünge zu bekommen. Weil theoretisch habe ich mehr Frames als jemand, der das halt mit 60 spielen würde, weil, ja, 120 sind doppelt so viele Frames. Nein! Mach doch den Sprung, wenn ich den Knopf drücke. Aber keine Ahnung, ob das, ja, wirklich, genau, den wollte ich machen. Und jetzt gucke ich mir nochmal kurz das Video an. Weil ich eigentlich nicht nochmal verrecken will. Okay. Bis hierhin habe ich sie ja bislang. Der springt gleich bis da. Lässt sich da runterrutschen. Und oh, okay. Okay, okay, okay. Gut. Hat relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Ah, hier gibt es wieder Abzweigungen, habe ich das Gefühl. Wo geht er denn lang? Ach nee, hier gibt es keine Abzweigungen. Ich habe einfach nur nicht richtig gesehen. Ich habe einfach nur nicht richtig gesehen. Oh. Ah, stimmt, das war ja... Das war ja die Schwierigkeit hier. Okay, ja, man muss sich da unten dann nochmal festhalten. In diesem kleinen Zwischenraum. Genau. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich glaube, das geht. Okay. Jetzt bin ich mir aber gerade leicht überfragt, weil den Sprung nach da drüben schaffe ich, glaube ich, nicht. Ich schau mal nach. Schau mal nach. Weil der Raum überfordert mich wieder leicht, weil hier so viel Haufen Stacheln sind. Okay. Ah doch, okay. Man kommt da also auf jeden Fall hoch. Dann da unten lang. Nein. Man muss sich da unten wieder an der Ecke festhalten. Nice.
Boah, oh mein Gott, Alter. Nein. Ja, das wird das Schwerste an diesem Raum. Sich da festzuhalten. Nein! Wie gesagt, das wird das Schwerste an diesem Raum, sich da festzuhalten. Nein! Hallo? Nein! Nein! Ja. Gut. So. Dabei diesen Block da unten nutzt man die Sache aus, dass man sehr, sehr spät springen darf. Das Spiel erlaubt einen verdammt spät zu springen. Nein! Ja, das nutzt man hier aus, die Tatsache, dass ein Spiel so spät erlaubt zu springen. Damit man halt gerade so die Distanz schafft. Weil ansonsten würde man das nicht. Nein. Da bin ich zu früh rübergegangen. Oder habe ich zu früh rübergedrückt. So. Scheiße. Ah. Ich habe mich jetzt richtig festgehalten, aber ich habe dann den falschen Sprung gemacht. Ich glaube, weil ich noch nach oben gedrückt gehalten habe oder so. Keine Ahnung, aber ich habe dann auf jeden Fall den falschen Sprung gemacht. Und der hat mich dann gekillt. Nein. Zu früh. Nein. Wirkliche Frage, wie schwer wird der wie schwer meint ihr wird der Berg, nachdem ich das hier geschafft habe? Falls ich es schaffen werde ohne Assist Mode, das werden wir ja sehen. Ich kann ihn theoretisch jederzeit aktivieren, weil sobald ich rausgehe aus dem Spiel, so dass ich in der Safe Auswahl bin, kann ich ihn einfach anschalten. Nein. Ah. Das war zu früh, das habe ich schon irgendwie gespürt. Nein. Okay, das hat noch gereicht, aber das war, glaube ich, schon richtig am... Es hätte funktionieren können. Interessant, aber ich glaube, man lässt den auch nur runterfallen als Backup, weil, like... Brauchen tut man den eigentlich nicht. Man hat ja mehr als genug Wiggelwurm. Nein. Ich sollte weiter unten ansetzen. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich weiter unten ansetze, ich es besser hinkriege. Und ich sollte später den Jump-Input drücken. Genau. Das muss ich trainieren, ja. Das werde ich wann anders auch noch brauchen. In diesem Level. Okay, ich sollte, wenn ich mich da festhalte, ich sollte nicht so schnell wieder springen. Ich sollte nicht instant wieder springen. Normalerweise habe ich genug Stamina, um da zumindest ein paar Sekunden stehen zu bleiben. Jetzt bin ich etwas überfordert. Wie genau ist denn der da abgesprungen, dass der die Weite geschafft hat? Oh mein Gott, dahinter ist der letzte Raum. Das hier ist der vorletzte Raum, in dem wir sind. Okay, er macht wieder das. Okay, das haben wir ja wann anders auch schon mal geschafft. Das haben wir vorhin auch schon mal geschafft. Also hoffe ich, dass ich diesmal, auch wenn dieser Ort definitiv etwas mehr Pressurizing ist als der letzte, es auch nochmal hinbekomme.
Okay. Also das hatten wir vorhin auch schon mal gemacht. Ah, Mist. Wir müssen quasi gerade nach oben springen. Und dann im richtigen Moment Spike jumpen im Endeffekt. Aber wir müssen mehr oder weniger an der obersten Stelle der Kante abspringen. Genau. Genau so. Genau so und nicht anders. Oh mein Gott, Alter. Ja, okay. Und genau das hier ist die Stelle. Hier muss ich neutral jumpen können. Hier muss ich neutral jumpen können. An dieser Wand muss ich neutral jumpen können, weil ansonsten komme ich da nicht hoch. Weil ihr seht, wie lang das ist. Ihr seht, wie weit ich da unten mich festgehalten habe. Das sind viele Walljumps. Viele. Okay, ich habe jetzt mal jemanden zugeschaut, der ein Controller-Display hatte. Er hat leider nicht erklärt, wie neutral jumpen funktioniert, aber er hat gesagt, dass man es da braucht. Wenn ich halt nur nicht so weit unten dort ankommen würde. Ich würde gerne schon im Allgemeinen weiter oben dort ankommen. Ach, mein Gott, Alter. Das ist irgendwie... Hat er auch gar keine Zeit so. Ah, nee. Nein. Ich glaube, ich weiß im Prinzip, wie man neutral jumpt, weil ich habe zugeschaut, wie der Controller-Input ist. Oh mein! Oh mein Gott, Alter! Ich hab's da kurz gemacht. Oh mein Gott, Alter. Also, während du den Walljump machst, du darfst dich erstmal nicht festhalten, gar nicht festhalten, und während du den Walljump machst, darfst du nicht in eine Richtung drücken. Also man muss quasi einen neutralen Wandsprung machen. Ich schaue mir mal noch mal ein Video an. Vielleicht finde ich noch eins. So. Also meine Vermutung war auf jeden Fall richtig. Okay. Oh mein Gott, Alter. Ich darf halt nicht in die... Warte. Genau, das wollte ich machen. Ich nutze das D-Pad jetzt. Ich hoffe, das hilft. Naja, es würde helfen, wenn ich es auch richtig machen würde. Gott, Alter. Man muss es hintereinander drücken, aber das ist... Keine Ahnung. Für mich finde ich das ziemlich schwer, das zu timen. Nee, ich kann das nicht mit D-Pad machen. Das schneidet ein bisschen zu sehr meinen Finger rein, wenn ich das so mache. Egal.
Ist okay, wenn ich hin und wieder mal sterbe. Ich habe einen erfolgreichen Versuch gemacht. Ist okay. Ich habe wieder einen erfolgreichen Versuch gemacht, obwohl der nicht ganz so von Erfolg gekrönt war. Und mit erfolgreichen Versuch meine ich, ich habe einen Versuch gehabt, der soweit erfolgreich war, das Teil da oben anzufassen. Das müssen wir schaffen. Wir müssen da rankommen. Nein. Natürlich, wenn man versucht, den da oben zu greifen, muss man natürlich in dem Moment auch den Sprungknopf drücken, ganz klar. Also auch den Greifknopf. Hier beim Neutral Jumping drücke ich nicht den Greifknopf, weil der hier halt ein Problem ist. Mensch. Oh, Alter, das ist definitiv. Ich verstehe, warum das eine Advanced Stratus! Jetzt hör mal auf! Ich verstehe. Oh mein Gott, okay. Ich verstehe auf jeden Fall, warum das eine Advanced Stratus ist. Weil es ist definitiv nicht einfach. Ja, wieder vorhin kann ich die Auto drücken. Nein. Man muss einen Rhythmus hinbekommen. Man muss es in den Rhythmus kriegen. Aber ich bin einfach... Ich bin kein wirklicher Rhythmusmensch. Nein! Jetzt komm schon! Ich war da in einer guten Position, so, aber ich komm nicht hoch genug! Ich bin zu schlecht da drin, um hoch genug zu kommen! Man darf im Endeffekt keinen Input haben, wenn man gerade von der Wand abspringt. Aber das macht es natürlich so schwer. Wenn du von der Wand abspringst, darfst du keinen Input haben. Und danach musst du sofort, aber wirklich literally, sofort wieder einen Richtungsinput haben. Damit du auch nur eine Chance hast, wieder an die Wand zu kommen.
Puh, alter Schwede. Ich hoffe ganz ehrlich, dass, wenn ich da oben einmal ankomme, ich den Rest first try. Ich hoffe ganz ehrlich, wenn ich da oben einmal ankomme, dass ich den ganzen Rest, den ich dann, wie gesagt, ich hoffe ganz ehrlich, dass wenn ich da oben einmal ankomme, dass ich den ganzen Rest, den ich dann noch machen muss, first try. Weil da oben kommt auch noch ein schwerer Sprung. Dann bin ich aber fertig, eigentlich. Okay. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht 100%... nicht 100% sicher, welcher Pixel der ist, wo man das da oben greifen kann. Weil das ist ziemlich eng, wenn man das da oben greifen will. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt nur einen bestimmten Pixel gibt. Der Typ hat auf jeden Fall so geredet, wie als wenn es nur einen gäbe. Ich hoffe... Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es mehr als einen bestimmten Pixel gibt. Gott, Alter. Ich muss das hintereinander in einem Rhythmus machen. Nein! Ich bin abgerutscht! Ich wollte gerade eigentlich einen Walljump machen. Mist. Oh mein Gott, sterbe ich halb. Fick dich doch. Mensch. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie lehne ich meinen Kopf dann zur Seite, wenn ich das versuche. Ich weiß nicht, ob es hilft. Irgendwie mache ich das einfach. Ja, nein! Mensch, ich muss weiter hochkommen! Ich komme ja nicht mal ansatzweise dahin, wo ich eigentlich hin müsste, damit es funktioniert. Also, hin und... Also, ganz selten... Der Vorteil ist, das ist der einzige Instant of Neutral Jumping, glaube ich. Oh mein Gott, Alter, ich wäre fast gedasht. Gut, dass ich den Dash-Knopf deaktiviert habe. Ich versuch's mal nochmal mit dem Steuerkreuz. Ach Mensch, Alter.
Ja, aber ja. Das kann man nicht machen. Oh, mein Gott, Alter. Ich schaue mir nochmal ein Video an, aber ich würde sagen, wir machen im nächsten Mal weiter. Wir werden nicht vergessen und ciao.